weiß es nicht. Also wie gesagt, seht es mir bitte diesmal nach, wenn es jetzt wirklich keine Angebotspreise sind. Ich versuche es ja immer, euch eigentlich Sachen zu zeigen, die es dann auch in der Woche im Angebot gibt, indem ich das dann meistens dienstags oder donnerstags als Foodhaul bringe. Wie gesagt, wir sind in der Osterwoche. Da ist alles ein bisschen anders als sonst und deswegen seid mir nicht böse. Ihr seht ja letztendlich, was ich gekauft habe und das interessiert euch ja auch. Ne? Nicht nur, ob es ein Angebot ist, sondern was habe ich mir gekauft. So. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ja, ich habe einen Foodhaul, einen Oster-Foodhaul im Grunde. Aber wenn du das Video siehst, ist Ostern schon vorbei. Aber es war halt mein Einkauf für Ostern. Bevor ich es vergesse, ich teste ja hier immer noch so einiges aus jetzt im neuen Atelier. Gebt mir mal Bescheid, ob der Ton für euch jetzt so gut ist oder ob ihr mich schlechter versteht, weil ihr seid jetzt weiter weg als vorher. Vorher hatte ich euch direkt hier stehen. Und jetzt ist wieder so eine gewisse Distanz. Da müsste ich mir unter Umständen eventuell hier so ein Mikrofon hinmachen. Aber ich finde es praktischer, wenn ich hier Sachen abstellen soll oder will. Da bin ich eigentlich ganz froh mit dem Stativ. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr mir jetzt schreibt. Doch, Irene, wir verstehen dich gut. So, also wir legen los. Ja, ich habe echt viel eingekauft. Ich war bei Rewe und bei Kaas. Kann sein, dass ich die Sachen jetzt so ein kleines bisschen durcheinander bringe, aber ich hoffe mal nicht. Deswegen fange ich jetzt erstmal mit der Tüte von Kaas an. Ne? Für diejenigen, die das noch nicht kennen, ja, nee, das sieht doof aus. Ne? Da gehen wir zurück. Ich warte noch drauf, dass ich hier einen Tisch noch hinbekomme. Also, für diejenigen, die bei meinem Kanal neu sind, es gibt Kaas bei uns. Das ist ein Lagerverkauf, die eigentlich mal mit Molkereiprodukten gestartet haben und irgendwann kamen auch Wurst dazu und Torten dazu. Die gibt es leider in letzter Zeit gar nicht mehr. Und halt allerlei andere Sachen, auch Non-Food. Und von daher habe ich jetzt Sachen eingekauft, speziell fürs Osterfrühstück, was es an Ostermontag bei mir geben wird. Mein Mann und meine Tochter haben extra gesagt, jetzt kauf aber wieder nicht so viel, da fliegt die Hälfte von weg. Ich bin eine Mutter. Mutter können nicht anders, wenn sie Gäste haben. Also, und zwar die Schokodonuts. Die Preise blende ich euch da irgendwo, glaube ich, ein. Ich nehme mal an, ja. So, ne? Also, Schokodonuts. So rum. Dann habe ich mitgebracht, die liegt mir hier auch mal am besten irgendwie eben mal hier so auf die Seite. Und hoffe, dass nichts rausfällt. Ich höre es schon klacken. Ich habe mir das netterweise eingewickelt, aber Küchentücher sind nicht unbedingt die stabilsten Freunde, was das angeht. So, und zwar habe ich 6-mal mitgebracht. Die kamen, weiß ich auswendig, 1,59. Die Milka Hasen in Weiß. Die kriegt jeder dann so auf seinem Tellerchen draufgestellt. Fand ich eigentlich eine schöne Idee. Dann für uns für heute Abend zum Essen wohl die Cheese. Boah, die Tüte stinkt. Oh, der Käse stinkt. Also, Cappelletti von Pasta Romana und zwar Cheese and Walnut. Also Käse und Walnuss. Ich fand auch die Form ganz süß, ne? Und deswegen habe ich 2-mal mitgebracht, weil die sind auch noch bis 16.07. haltbar. Das heißt, die kommen bei mir in die 0-Grad-Zone im Kühlschrank und dann kann ich die locker nochmal benutzen. So, ich gucke gerade mal. Von Sylter. Man denkt ja immer Salatfrische, aber ich habe ja schon mal Grießpudding gezeigt und Schokopudding und Vanillepudding. Die haben ganz viele andere Sachen. Und da habe ich jetzt auch gesehen, Karamellpudding. Warum jetzt die Deckel 2 unterschiedliche sind, weiß ich nicht. Aber Karamellpudding, oh, da freue ich mich drauf. So, dann worauf ich mich ebenfalls freue. Schönen Gruß an Niki. Ich habe wieder meinen Popcorn Latte. Es war aber auch der einzige, der noch da war. Aber was ich mitgebracht habe, ich zeige es euch gleich. Es hört sich megamäßig an. Und von den Kalorien her kaum mehr und von dem Fett kaum mehr. Und vom Zucker her auch nicht wesentlich mehr. Da habe ich gedacht, da nehme ich direkt mal 2 Stück mit, in der Hoffnung, dass die sau lecker schmecken werden. Und zwar Haselnuss-Schoko, die Geburtstagsedition. Habt ihr die schon mal gesehen? Die ist mir vorher noch nie aufgefallen. Musste natürlich mit. So, und ich glaube, der ganze andere Rest, nee, da ist noch gekochter Schinken. Obwohl, der gehört auch mit zu der Platte. Doch, das ist jetzt alles fürs Geburtstagsfrühstück. Und zwar 1,58 Euro. Das sind dann die ungleichen gekochten Schinkenscheiben. Das ist mir doch egal, ob die ungleich sind. Hauptsache, es schmeckt. Ja, wird ja eh dann zerkaut. Und die Geflügelmortadella durfte auch mit.
So, dann für Käse. Ich habe einen Käse noch zu Hause und ich habe bei Rewe auch zweimal anderen Käse mitgebracht. Und dann habe ich gedacht, dann nimmst du noch den Bergbauernkäse mild nussig. So, und jetzt muss ich ganz viel raus, was für die Käseplatte war. Und da muss ich wieder sagen, ja, ich habe übertrieben, aber das Problem ist, ah nee, das ist auch noch nicht Käseplatte, obwohl es Frischkäseaufstrich ist. Und zwar Petrella Peppersweet für 1,70 Euro. Also ist wesentlich günstiger, als wenn ihr das da so im Laden mit der anderen Verpackung holt. So, also Butter musste auch mit, Kerrygold, die irische Butter, weil meine Schwiegermutter mir jetzt gesagt hatte, die isst nicht mehr gerne so Margarine, sondern immer frische Butter. Und deswegen habe ich die gute Butter dann, also irische gute Butter mitgebracht. So, jetzt legen wir los, Leute. Dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. Sag doch mal, ist nur ein bisschen eskaliert. Ja, was soll, wenn man eine Käseplatte machen möchte, ach du Mist. Dann soll ja auch was Schönes drauf. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur die Nüsse gesehen. Ich habe gedacht, das wäre Nuss. Der dänische Frischkäse Castello, aber Ananas. Okay, Ananas habe ich nicht gesehen. Kann ich jetzt nur hoffen, dass die jemand mag. Dann grüner Pesto-Käse, würzig, cremig. Niederländischer Bio-Käse-Zubereitung aus Schnittkäse mit grünem Pesto. Dann das, was hier sein Bestes stinkt. Petit Tourtin-Typ. Also der sieht so ähnlich aus wie der Saint-Albret. Ich hoffe, er wird ihm auch schmecken. Fünfter, vierter, also der muss auch gegessen werden. Dann Camembert von den Strikisthaler Zwergen. Das kommt davon, wenn man sich darauf verlässt, dass die Emmy-Latte das hält. Wo ist es hingefallen? Moment, ihr kennt das ja schon. Irgendwas muss hier immer fallen. Das war drinnen schon so, hier draußen ändert sich das auch nicht. So. Da habe ich das so schön hier aufgebaut. Weiß ja nicht, warum das fällt. So, und zwar Munster Ermitage. Ich dachte immer, der hieß Münster, aber dann heißt der Käse wahrscheinlich Munster. Ja, der geht noch vom Stinkegrad her. Ne? Das ist ein Stück mit 190 Gramm für 1,48. Kriegt da an der Käsetheke nicht. So, dann Kailadu halbfester Schnittkäse. Der hat so eine Schimmelfraktion hier. Ne? Also da sieht der eigentlich sehr unappetitlich aus. Hier geht es dann schon wieder einigermaßen, ne? Dahin. So, und dann last but not least, aber das nicht für die Käseplatte, sehe ich gerade, ist Pulled Chicken mit Schalotte und Schnittlauch. So, das bringe ich jetzt mal eben kurz rein. Für euch geht es direkt weiter, aber ich muss hier mal eben kurz eine Pause machen und dann geht es gleich mit dem Einkauf weiter von Rewe, weil ich weiß nicht, wo ich hier sonst hinstellen soll. So, ich bin wieder da und wir probieren mal eben erstmal kurz eben diesen Kaffee Latte Birthday Edition. Bin doch mal gespannt, wie der dann schmecken wird. So. Austrinkloch da. Fest drauf, nicht so wie letztens, da war er nicht wirklich drauf. So, und Rösterchen. Oh, das ist wirklich schokoladig. Ja, aber ich mag's. Ich mag's in der Tat. Aber nicht so gut wie mein Popcorn Latte. So, also ihr Lieben, Rewe. Ja, bis ihr das Video seht, ist es jetzt leider dann kein Angebot mehr. Aber ich schaffe das vorher nicht, weil ich habe andere Videos, die ich leider diesmal hochladen muss. Also von daher seht mir bitte nach, es ist leider jetzt kein Angebotspreis mehr dann für euch. Und zwar gab es das Nutella mit 75 Gramm extra. Normalerweise mag ich diese großen Gläser nicht. Aber es war einfach ein unschlagbarer Preis. Wie gesagt, blende ich euch da unten ein. Dann, wie immer, durfte ich mir jetzt von meiner lieben Bekannten, mit der ich immer einkaufen gehe, die ältere Dame, durfte ich mir wieder Tulpen aussuchen. Habe ich mir die ausgesucht. Und ich muss mal gucken, vielleicht jetzt sind ja da wieder die, die ich damals auch noch von Renate gebastelt bekommen habe. Mal gucken, ob ich die da stehen habe oder ob ich die jetzt da hinstelle. Das überlege ich mir jetzt die Tage noch. Oder ich stelle mir die bei mir oben im Schlafzimmer, dann sehe ich die auch immer. So, hier war auch jetzt gewesen, dass das für 7,99 Euro war. Da waren die mit zwei Dosen für 3,49 Euro. Und ich kenne ja einsehen noch einige der Mitarbeiter von Rewe, weil ich da ja auch mal anderthalb Jahre gearbeitet habe. Und die habe ich dann gefragt und die Jeanette sagte direkt, damit stehst du dir besser.
Irene, da sind 6 Dosen drin für 7,99 €. Weil ich möchte eine Creme daraus machen für Osterfrühstück, ne? Mit Mayonnaise und Zwiebeln. Das ist echt lecker dann. Und von daher habe ich dann zu den anderen gegriffen, weil die kann ich immer wieder nehmen. Also das ist auch meine Lieblingsmarke. Ich habe auch wirklich immer schon mal günstigeren Fisch ausprobiert, also Thunfisch in Dosen. Ich komme immer und immer wieder hier auf Supiqué. Das ist einfach so. Dann war auch im Angebot für 2,49, glaube ich, die Frühstückskonfitüre Erdbeerfein passiert von Centis. Und samt von Schwartau die Brombeere. Und dann, ja, ich überlege gerade, das ist alles im Angebot. Wisst ihr was? Ich bringe das, glaube ich, schon Samstag. Obwohl, nee, Samstag ist der andere Heul. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, seht es mir bitte diesmal nach, wenn es jetzt wirklich keine Angebotspreise sind. Ich versuche es ja immer, euch eigentlich Sachen zu zeigen, die es dann auch in der Woche im Angebot gibt, indem ich das dann meistens dienstags oder donnerstags als Food Haul bringe. Wie gesagt, wir sind in der Osterwoche. Da ist alles ein bisschen anders als sonst und deswegen seid mir nicht böse. Ihr seht ja letztendlich, was ich gekauft habe. Und das interessiert euch ja auch. Ne? Nicht nur, ob es ein Angebot ist, sondern was habe ich mir gekauft. So, und deswegen, ich habe zweimal mitgebracht den Milram-Rahmkäse. Ich kannte den vorher überhaupt nicht, muss ich dabei sagen. Ja, ich war ja bei Genie das letzte Wochenende und die hatte den mitgenommen, weil er bei Lidl im Angebot war. Und da habe ich bei ihr probiert und habe gesagt, boah, der ist sowas von lecker. Der hat auch so einen, nicht nur so einen jungen Gouda-Geschmack, der ja eigentlich nach relativ nix schmeckt, ja. Der schmeckt tatsächlich jetzt mit Geschmack. Wisst ihr, wie ich das jetzt meine? Das hört sich so blöd an, Käse mit Geschmack. Aber es ist ein Käse mit Geschmack und schön cremig und vollmundig und lecker. Fand ihn wirklich lecker. Dann so leicht Philadelphia. Der muss meistens bei mir auch mit. So, dann, ich habe extra die Verkäuferin gefragt, weil es keine Drillinge sind, sondern Rewe Beste Wahl, die feinen Speisekartoffeln. Dann gefragt, ob das tatsächlich diese Art ist, die ich dann auch ohne Schälen essen kann, so wie die Drillinge halt. Ne? Und normalerweise kenne ich das nur von den Frühkartoffeln, dass man das kann. Die Verkäuferin meinte, nee, können Sie mit denen auch, waschen Sie die gründlich und entweder kochen Sie sie, dann geht die Schale eh runter oder Sie braten die in der Pfanne oder in der Heißluftfritteuse mit ein bisschen Öl drüber, mache ich immer und dann können Sie die auch mit der Schale essen. So, weil mir das immer wichtig ist, schon mit Schale. So, dann habe ich hier einmal für das Osterfrühstück die Cherry Roma Tomaten. Und endlich dran gedacht, die habe ich die letzten Male immer vergessen. Die Sauce Hollandaise war jetzt auch mit 20% gratis. Und zwar die Les Sauces Hollandaise Légère. Also lecker. Es muss mir doch nicht bei jedem Laden was runterfallen, oder? Es reicht doch einmal in einem Haul. Es muss doch nicht einmal pro Laden sein, oder? Oh, jetzt komme ich dann. Oh! Gott, jetzt wären fast die Eier gefallen. Junge, Junge, Junge. Ich hab's, ich hab's, ich bin da. So, also leckerer ist definitiv die normale Sauce Hollandaise. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber ist halt jetzt nicht. So, Wurst zeige ich euch gleich. Eben kurz die Eier, bevor da wirklich was mit passiert. Und zwar, ich habe es jetzt nicht geschafft, zu meinen Bauern zu fahren. Deswegen habe ich die jetzt da von Rewe genommen. Und das sind dann diese XL-Eier. Also die sind wirklich richtig, richtig schön große Eierchen. Ne? Weil mein Mann hat gesagt, er macht dann für Ostermontag, kocht er frische Eier. Und dann habe ich mir überlegt, dann bringe ich ihm die mit. 6 Stück reichen, wir sind 6 Leute. So, dann auch fürs Osterfrühstück Schinkenröllchen mit Sahne-Meerrettich in Aspik. Ich finde das ja scheußlich, aber mein Mann isst die schon mal ganz gerne. Dann den Delikatess Schweinebraten aus dem Rücken. So, und ich muss sagen, die Preise sind schon deutlich angezogen. Ne? Also was Wurst jetzt da von Wilhelm Brandenburg bei Rewe kostet, holla die Waldfee, aber er wird halt mir jetzt genommen. Ne? So, dann Geflügelaufschnitt. Und zwar hat man 3, 4 Scheibchen Bierschinken, also Geflügelbierschinken, Geflügeljagdwurst und Geflügel-Liona. Und davon habe ich 2 Stück. Und dann habe ich ebenfalls zweimal mitgebracht, für den Fall, dass eine reicht, habe ich aber noch hinterher für mich eine. Und zwar Hähnchenbrustfilet zusammengefügt, gepökelt, gebraten. Das sollte man sich überhaupt nicht überlegen. Aber schaut halt so aus.
Ne? So, dann ebenfalls noch, jetzt sind noch zwei Sachen, die noch mit mussten. Einmal von Ja, die Küchentücher. 128 Blatt, 4 Rollen dreilagig mit einem Kurzblatt. Das finde ich immer ganz gut, wenn man nicht direkt so ein großes Breites hat, sondern so schmalere abreißen kann. Und diesmal ohne großartiges Motiv, Komfort-Toilettenpapier von Ja, die 220 Blatt mit den 10 Rollen. Ne, wo könnt ihr das ein bisschen sehen da? Ne? So, das war. Okay, so, das war's. Also wie gesagt, gebt mir mal Bescheid, wie das mit dem Ton ist. Für mich hört sich das eigentlich ganz gut an. Ich weiß, es ist schon mal ein Unterschied, ob man am Handy guckt oder ob man es jetzt am Fernseher guckt. Von daher bin ich da mal auf eure Kommentare gespannt und nehmt es auch keinem übel, der dann da was schreibt. Ne? So, ne? Diejenige weiß, was ich meine. Ich bin ja immer froh, wenn ihr mir diese Tipps gebt. Ne? So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch lang genug Akku habe. Ich möchte mich noch ganz kurz ein bisschen was vom Vlog erzählen. Und dann muss ich noch ein Temu-Haul abdrehen. Ich habe noch einiges zu tun. Ne? Und dann, ne, ja. Also ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern. Weil wenn ich euch das jetzt wünsche, ich glaube, wie gesagt, wirklich, ich bringe den Haul nicht Samstag. Da haben wir alle satt und genug zu tun. Da brauche ich nicht noch ein Food-Haul bringen. Da stürmt eh keiner mehr in den Laden. Da ist jeder froh, wenn er das überlebt hat, dass er aus dem Laden wieder rauskam. Tschüss, ihr Lieben.